Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Letztes Mal habe ich ja gesagt, dass wir heute mal wieder Rennen fahren werden. Und deswegen dachte ich mir, genau das werden wir heute tun. Allerdings werden wir trotzdem in der Kampagne voranschreiten. Nämlich werden wir heute den Kolossus fahren, dachte ich mir. Das wäre doch vielleicht potenziell eine ganz feine Sache, wenn wir das machen. Und dafür werden wir allerdings erstmal ein Auto benötigen. Nämlich habe ich mir da schon was überlegt. Ich möchte mal wieder Heckantrieb fahren, nachdem wir letztes Mal den 918 gefahren sind. Das heißt, ich sehe mich bei McLaren und ich habe Bock auf einen McLaren 27S Spider. Warum der Spider und nicht das Coupé? Zum einen, weil das Coupé hier nicht verfügbar ist aus irgendwelchen Gründen, weil man den anders eben freispielt. Und zum anderen, weil wir dann auch das wunderbare Feature präsentieren können, dass man bei Cabrios das Dach auf und zu machen kann in der Open World. Deswegen kaufen wir uns jetzt den 27S Spider erstmal. Lackieren ihn auch in einer schönen Farbe, würde ich sagen. Und zwar lassen wir ihn vielleicht sogar in diesem Türkisblau. Finde ich eigentlich ganz geil, den Farbton. Und ist für mich auch ein Farbton, den ich aber mit dem Spider verbinde und nicht mit dem Coupé. Dementsprechend ist das eine ganz nette Sache, finde ich. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was man an dem so machen kann. Wir werden nicht viel umbauen, sondern lediglich ihn so umbauen, dass er für ein Rennen potenziell ganz gut funktionieren sollte, würde ich sagen. Wir können auf Allrad umbauen. Lassen wir natürlich sein. Wir wollen ihn bei Heckantrieb behalten. Wir haben Anbauteile. Und zwar Duke Dynamics Anbauteile. Okay, interessant. Sieht ganz geil aus. Gucken wir uns mal an, wie das denn aussieht. Ja, da sehe ich mich. Nee, okay, ein größerer Diffusor kommt damit noch ran. Dann auch noch etwas krassere Seitenschweller. Sieht ganz geil aus, finde ich. Und eine Carbonhaube, die auch noch mal ein bisschen anders aussieht. Ja, nehmen wir auch einfach mal mit, würde ich sagen. Ah, das sieht schon böse aus. Definitiv. Ich glaube, wir werden auch vielleicht andere Felgen draufziehen. So, Foilslicks braucht er jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. 265er vorne und 325er hinten. Wobei, dann machen wir vorne vielleicht auch mal 275er. 720 PS sind jetzt auch nicht wenig. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht noch das Renngetriebe mit. Und dann möglicherweise noch ein Rennfahrwerk. Jawohl, das hat er nämlich noch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns mal noch die Felgen an. Dort haben wir ja, wie gesagt, einiges Neues an Auswahl. Und ich glaube aber, ich habe schon so eine grundlegende Idee, wo ich hin möchte, was die Felgen angeht. Nämlich sehe ich mich eigentlich bei König, aber okay, das passt irgendwie doch nicht hundertprozentig, wie wir sehen. Aber ich denke mal schon, dass wir fündig werden hier. Ich meine, es sind ja super viele neue Felgen hier reingekommen. Wie gesagt, über 100 Stück. Und die passen eigentlich schon. Ja doch, die nehmen wir. Komm, machen wir gar nicht allzu lange drumherum. Die nehmen wir einfach. Wir könnten auch 20 Zoll da draus machen. Ja, sieht ganz nett aus eigentlich. Hinten dann 21 Zoll. Na okay, die sind dann doch ein bisschen groß. Aber vorne, ja nee, okay, wenn man es von weiter weg anschaut, passen die 20 Zoll vorne auch nicht. Vielleicht ein bisschen die Spur noch rausholen, damit das Ganze auch wirklich vollends gut aussieht im Finalprodukt. Ach, guck mal, das sind jetzt auch adäquate Stufen hier. Ja, doch, gefällt mir. So wie er da steht, gefällt er mir sehr gut. So nehmen wir ihn einfach. Genau, vielleicht doch auf eine etwas andere Farbe. Mit der Carbonhaube, finde ich, passt das Blau dann doch nicht mehr. Das heißt, da gucken wir einfach mal. Oh, mit dem Rot sieht der böse aus. Ja, das Orange geht halt auch immer. Doch, das Rot. Das finde ich geil. Mit der Carbonhaube passt das perfekt, finde ich. Feintuning möchte ich mich noch gar nicht so sehr reinbegeben. Feintuning möchte ich mir privat mal ein bisschen genauer anschauen, weil ich da noch gar keine Ahnung habe. Es funktioniert auf jeden Fall anders als in Horizon 4. Aber welche Aspekte konkret, weiß ich auch noch nicht. So. Aber was wir machen können, hoffe ich zumindest einfach mal, dass das geht. Tada!
Ist das geil, Leute. Ist das geil. Und jetzt können wir damit offen rumfahren. Oh, freut mich das. Das ist so ein Feature, was ich mir so lange gewünscht habe. Und endlich ist es drin. Ich freue mich riesig. So, das Kolossus dürfte hier sein, oder? Nee, warte mal. Warte mal, Marathon. Juggernaut, ein epischer Mega-Wegbereiter in ganz Mexiko. Nee, Moment. Da war Kolossus. Doch, Kolossus war doch hier, okay. Ich dachte, Goliath wäre, aber nee, Goliath ist beim MAME-Festival. Der Inbegriff eines Straßenrenns. Ja, schalt mal frei. Damit haben wir dann auch Horizon Apex komplett durchgemacht. Ich frag mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, die einen Horizon Kolossus gegen dich fahren würden. Hola, mi amiga. Ab in die Werkstatt. Das war's. Horizon Apex ist erledigt. Mit Baum, meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. Ja. Bin jetzt mal gespannt auf Kolossus. Wir dürfen... Amiga, triff mich in der Werkstatt. Ellie hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Kannst kaum erwarten zu sehen, wie du das Ding bezwingst. Ich glaube, wir dürften... damit dann jetzt auch, wie gesagt, alle Straßenrennen frei haben. Ich weiß nicht, ob wir das im Vorfeld schon hatten. Es kann auch sein, dass wir mit jeder Disziplin oder mit jedem Upgrade quasi neue Rennen freischalten. Das ist durchaus möglich. Aber ja, damit haben wir dann unser erstes Festival vollends geupgradet. Und alter Schwede, hat der McLaren Grip jetzt. In Horizon 4 war der 27S ja noch sehr hecklastig, muss man sagen. Kreisverkehr, die zweite das ist jetzt hier gar nicht mehr. Also hier merkt man auch einfach die Aerodynamik. Wir haben es so im GT2RS schon gemerkt. Unter anderem oder auch beim Senna, obwohl der eh schon in Horizon 4 mega viel Glück hatte, hat man es auch gemerkt. Aber die Aerodynamik greift ja einfach so viel krasser in Horizon 5 als in Horizon 4. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte ja letzte Folge auch gesagt, dass ich mir heute die Corvette Z1 holen möchte. Ja, das hat mit dem Kolossus jetzt überhaupt nichts zu tun. Die schaltet man doch was anderes frei. Und ich würde auch sagen, ich zeige das einfach mal ganz kurz, wie man die ZR1 freischaltet. Nämlich tatsächlich, warte mal, wo war das konkret? Bei Fähigkeiten dürfte das gewesen sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und zwar, genau, hier ist sie. Wir brauchen eine Fähigkeitenkette von 1 Million. Werden wir irgendwann bestimmt erreichen, werden wir auch definitiv darauf hinarbeiten. Wir haben auch einen weiteren Wheelspin. Vorher jedoch würde ich sagen, gucken wir uns die Automeisterung an. 25.000 Credits, nehmen wir gerne mit. Ja gut, Wheelspin brauchen wir jetzt nicht unbedingt. 10.000 EP, 15 Force-Down-Punkte. Muss jetzt auch nicht sein. Ja. Die Coin, wie gesagt, holen wir uns mal anders. So machen wir das einfach. Weil auf die habe ich halt auch echt mega Bock, muss ich sagen. Die ZR1 könnte halt so ziemlich am meisten mit dem GT2S von dieser neuen Aerodynamik profitieren. Und das würde mich halt so sehr freuen einfach, wenn die wirklich so wäre. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass wir die Straße hier noch nicht gefahren sind scheinbar. Ah, guck mal. Jetzt haben wir auch hier den Kolossus da stehen. Und ja, nur um ganz kurz eine Sache zu confirmen. Ich kann jetzt nicht bei 250 das Dach zumachen. Dafür müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube, es geht bei einer relativ geringen Geschwindigkeit. Oder? Nee, es geht nur im Stand. Ja, es geht nur im Stand. Und wenn ich jetzt hier bin, wenn ich jetzt das Dach zumache, dann kann ich auch nicht mehr fahren. Also ich drücke aufs Gas und es passiert nichts. Auch durchaus mal interessant zu erwähnen. Nimm mal 5 Fähigkeitsliedern teil. Ja gut, das war jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Aber danke für die Anerkennung. Ja, mit einer Fähigkeitslied ist es natürlich relativ einfach, die Corvette zu holen dann, wenn man sie haben möchte. Aber das machen wir heute nicht. Wie bereits gesagt. Wobei vielleicht heute schon. Ich weiß nicht, wann es wieder rauskommt. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Inspiriert von der berüchtigten Carrera Panamericana ist dies das ultimative Punkt-zu-Punkt-Straßenrennen mit einer Länge von 55,2 Kilometer auf gewundenen Straßen durch ganz Mexiko. Ja, okay. Wir fahren so ein bisschen mittendurch, wenn man so möchte.
Bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Im 27 Spider. Ich hätte es eigentlich testen können. Wenn ich das Dach jetzt aufgemacht hätte, ob wir dann das Rennen auch mit offenem Dach gefahren wären oder nicht. Das hätte man durchaus austesten können. Interessant auch, dass der 27S anders klingt als der Senna, trotz gleiches Motoren. Aber er gibt halt Sinn, weil die Konfiguration gesagt, anders ist, die Abgasanlage und alles. Horizon El Colosso heißt. Aber wir wissen beide, was es wirklich ist. Deine Chance, dich zu beweisen. Bereit? Ja, bin ich gleich. Ist auf jeden Fall cool, dass dann die Fahrzeuge auch, obwohl sie den gleichen Motor haben, jetzt ein bisschen anders klingt zumindest. Das freut mich natürlich sehr. Wir gehen nur ganz fein ins Tuning rein, weil wir werden es auch, denke ich, nicht so extrem brauchen. Und wir merken uns auch mal kurz so ein bisschen meinen Creditstand, so 3,8 Millionen ungefähr, weil mich interessiert, wie viel Geld man beim Colossus bekommt. Ich habe da ja beim Juggernaut gar nicht drauf geachtet. Aber würde mich durchaus interessieren. So. Mit modernen Supercars fahren wir jetzt den Colossus. Und schauen einfach mal, wie wir abschneiden können. Erstmal den Gallardo hinten drauf fahren. So soll es sein. Okay. Oben raus tut das sich richtig schwer, dass 27 ist. Kurvenlage ist dafür halt echt mächtig. Ja, okay, wir bleiben gerade dran. Oh Gott. Ja, das war ein bisschen spät von meiner Seite. Tut mir leid. Uiuiui. Alles gut. Nicht weggeworfen, ne? Okay, das scheint aber allgemein deutlich schneller zu sein als der Juggernaut. Von der Länge her sind sie ja ungefähr ähnlich, aber gut, wir fahren halt jetzt auch eine deutlich höhere Topspeed. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir... Ne, wir fahren nicht Autobahn, okay. Ich dachte, wir fahren vielleicht so einen Autobahnabschnitt. Aber das tun wir nicht. Da hätten wir links abbiegen müssen hier. Come on, rankommen hier. Jawohl, mal auf P8 hier vorgefahren. Leider viel zu wenig Schwung mitgenommen. Sieht man jetzt auch, wie die auf der Geraden wegfahren da vorne. Ich schätze auch mal, das Coupé wird auf der Geraden oben raus stärker sein. Wäre irgendwo logisch zumindest, wobei wir fahren ja mit geschlossenem Dach, also Luftwiderstand sollte eigentlich relativ ähnlich sein. Ah, wir müssen rankommen da vorne. Aber da tun wir gerade überhaupt nicht. Die fahren immer weiter weg. Ja, gleiches Problem wie beim Juggernaut. Dass wir auf der Geraden verlieren hier gegen die Dörrtare. Ja, die bauen irgendwie zu sehr auf Power für meinen Geschmack. Also in Horizon 4 waren die ein bisschen mehr gebalanced. Aber hey, wir haben am Juggernaut auch gesehen, es kommen bestimmt kurvenreiche Abschnitte und da werden wir dann wieder Chancen haben. Wir haben halt schon knapp ein Viertel vom Rennen durch, also wir haben nicht so viel Zeit, wie wir das beim Juggernaut hatten. Das ist jetzt wieder so eine Kurve, wo wir ein bisschen rangekommen sind. Oh, leicht auf dem Dirt. Das merkst du halt schon relativ direkt, wenn du
neben die Straße kommst. Man kann es halt machen, aber es ist schon spürbar, definitiv. Ach komm, jetzt sind wir gerade rangekommen. Hier bleiben. Na, da fahren sie einfach weg. Da bist du so früh am Gas gewesen. Shit. Ah, wir fahren einmal durch Guanajuato durch. Okay, aber wir kreuzen die Stadt wirklich einfach nur. Also wir fahren halt durch. Wie gesagt. Nein, hier bleiben. Okay, komm mal, jetzt sind hier ein paar Kurven. Da haben wir aber Chancen. Und fahren mal. Oh Gott. Ja, das sprung mal kurz zurück. Der Körper hat mich ein bisschen ausgehebelt. Also kurz vom Gas gehen. Um ein bisschen enger zu nehmen. Aber wir fahren mal in die vordere Hälfte vor. Und jetzt sogar in die Top 5 hinein. Rückwirkend betrachtet bin ich jetzt sogar sehr froh darum, dass wir nicht Autobahn fahren bei dem Rennen hier. Ja, wir können es gewinnen, bin ich mir relativ sicher, wenn wir uns klug anstellen. Gehe ich jetzt auf Platz 4 vor. Wir sehen da vorne den kleinen Kampf. Und schauen uns jetzt hier außenrum den Stewie. Ja, wir können uns hier leider nicht an Ray reinbremsen. Aber ja, eine Sache, die ich auch vielleicht ganz kurz erwähnen kann, komplett random hier zwischen rein, ist, dass mittlerweile Clubs existieren. PXH-Clubs. Ich habe den PXH-2-Club geöffnet. PXH 1 bis 4 existieren. Zum Standpunkt der Aufnahme. Ob es bei der Veröffentlichung schon mehr sind, weiß ich nicht. Aber die ersten 4 sind auf jeden Fall offiziell. Also PXH, PXH-2, PXH-3 und PXH-4 sind die Clubs, von welchen ich spreche. Wie gesagt, vielleicht ist es mittlerweile schon mehr. Da kann ich aber gerade nichts dazu sagen. Aber wenn ihr in einen Club rein wollt, in dem ich auch bin, dann müsste es der PXH2er sein. So, jetzt sind wir hier leider die Kurven echt nicht so gut gefahren, wie wir sie hätten fahren können. Da ist der NSX besser durchgekommen. Gut, ich glaube, hier ist ihm auch der Allrad zugute gekommen beim Rausbeschleunigen dann. Aber egal, wir haben knapp die Hälfte. Wir waren schon richtig abgeschlagen mal. Und sind jetzt auf P2. So, da können wir durchaus nochmal rankommen. Aber ja, jetzt hier in den super engen Kurven hilft dem NSX der Allrad mehr. Wir brauchen halt schnellere Kurven. Aber bisher, muss ich sagen, gefällt mir Colossus sehr gut. Also hat schnelle Abschnitte und jetzt hier auch einen extrem technischen, ne? Finde ich, ist ein gutes Rennen bisher. Sehr gelungen, definitiv. Ja, Schotter beschleunigen war jetzt nicht die klügste Idee, die ich hier hatte. Während hinter uns die hungrige Meute ankommt. Na, come on. Okay, die Kurve, die wäre voll gegangen eigentlich.
Honda gegen McLaren für den Sieg. Ein Duell, welches wir in der Formel 1 wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Ja, die Haarnadel, die bringt mir nichts. Da zieht er nur wieder weg, weil er krasser rausbeschleunigen kann. Sind es auch hier im Dschungel drin. Also die Übergänge sind super clean. Den habe ich nicht bekommen. Und das muss man auch wirklich sagen, die Checkpoints sind sehr viel konstanter geworden. Also wenn du vorbeifährst, dann bist du vorbei im Regelfall. Das haben sie gut gemacht. Weil das war ja das Schlimme, finde ich, an Horizon 4, dass du manchmal die Flagge berührt hast und es hat nicht gezählt. Manchmal bist du dran vorbeigefahren, meilenweit, und es hat trotzdem gezählt. Die Inkonstanz war halt das Problem. Durch den Dschungel sind halt auch echt geil. Also holy shit, gefällt mir gerade mega gut. Aber der Honda zieht immer weiter weg. Selbst hier jetzt durch die schnellen Kurven. Also ich glaube fast, den holen wir uns nicht mehr. Die Kollegen hinter uns können wir gut hinten dran halten, aber wir kommen nicht mehr ran vorne. Also ich glaube fast, da muss er irgendeinen Fehler machen. Was passieren kann durchaus, wenn ich mich da an Goliath in Horizon 4 zurückerinnere, kann das durchaus gerne mal passieren. Aber der NSX ist halt auch ein starker Wagen. Kann man nicht anders sagen. Also war er früher zumindest immer. Deswegen ist es jetzt keine Schmach, dass ich da... Oh Gott... von dem getunten NSX abgezogen wird. Es wäre nur trotzdem cool, wenn wir irgendwie rankommen würden. Aber jetzt spielt die Power leider wieder eine entscheidende Rolle, wo der NSX aber gar nicht so stark sein dürfte oben raus. Das interessiert den doch gerade nicht. Okay, drei Viertel haben wir. Noch knapp 20%, die wir fahren. Den zweiten sollten wir relativ safe haben. Aber seit wann gebe ich mich mit dem zweiten zufrieden? Zumindest wenn ich es gewinnen kann. Und wenn ich auf dem zweiten bin, kann ich es im Regelfall gewinnen. Außer in F1, wenn Marcel Kiefer mein Kontrahent ist, dann wird das schwierig. Wir fahren aber leider nicht durchs Main Festival, oder? Das ist schade. Weil das ist so eine Sache, die Goliath ja beispielsweise auch nicht passieren wird. Wenn Goliath so ablaufen wird, wie es in den vergangenen Forza-Teilen immer war. Dass Goliath halt quasi einmal außenrum geht, wovon ich jetzt aber mal ausgehe an der Stelle, dass sie das Konzept nicht ändern werden. Dann haben wir leider kein Straßenrennen, kein Finale, welches durchs Festival geht. Das müssen wir dann natürlich selbst lösen, was wir auch sehr gerne tun werden. Und ich sehe hier gerade Chancen, die Führung zu übernehmen, meine Damen und Herren. Und das machen wir. Kurz vor knapp. Nur noch 10%.
Aber wenigstens durch Horizon Baja fahren wir durch. Wenigstens das. Ganz klar, jetzt Gas geben. Jetzt einfach Gas geben hier. Die Vorteile nutzen, die wir haben, und die Nachteile versuchen weitgehend, ja gut, weitgehend zu ignorieren, wollte ich sagen, aber das funktioniert so natürlich nicht. Hey, come on. 5% noch. Alter, wo sind wir denn jetzt? Wir sind in einem Abschnitt der Wüste, wo ich glaube ich noch nicht war. Das sieht aber cool aus hier. Wir müssten gerade an der Westküste gewesen sein eigentlich. Ich kann jetzt zumindest gerade wieder nach Osten rüber. Ich habe das Ziel auf der Karte schon gesehen, glaube ich. Ja, da vorne ist es. Das müssen wir haben, meine Damen und Herren. Eieiei. Geiles Rennen. Alter Schwede. Also Kolossus ist ein super Rennen. Das gefällt mir mega gut. Das hatte alles. Wahnsinnig schönes Rennen. Juhu! Ich meine nicht schlecht, Superstar. Du kannst jederzeit mit mir Rennen fahren. Ja, sehr gerne. 8000 Auszeichnungen. Gut, wir haben direkt das nächste Kapitel freigeschalten. Auch gut. Ja, eine neue Chatnachricht bekommen. Und ein Skyline. R31. 30.000 EP, das sind da zwei Level-Ups. Welche wir natürlich auch sehr gerne annehmen hier. Damit drehen wir auch einen kleinen Wheelspin. Come on. GT2, 993, glaube ich. Nee, 996. 996 ist das, glaube ich. 993 war der Spiegelei Porsche. Das Festival sieht ziemlich gut aus, oder? Also ich finde, in uns stecken noch ein paar mehr Abenteuer. Und du willst deinen Ruhmeshalleneinzug doch hübsch verpacken, oder? Hey, Tim. You know what time it is. Wohin jetzt? Ja, ich kann nichts... Also, doch, ich kann Sachen freischalten, aber... Ja, ich glaube, nächstes Mal machen wir einfach wieder ein Schaurennen. Nächstes Mal machen wir, glaube ich, ein neues Schaurennen. Vorher jedoch, okay, wir haben knapp 200.000 durch das Rennen bekommen. Aber wir haben noch zwei Wheelspins, die wir drehen. Und wir kriegen den Performance Bronco. Nice. Da freue ich mich drüber. Und unsere erste Forza Edition, die wir ziehen. Und was für eine geile Forza Edition. Sehr, sehr cool. Dann holen wir uns noch die Belohnungen hier ab. Einmal. Moment. Ach, Horizon Apex. Ja, natürlich. Den R31 holen wir uns. Und bei Straßenrennen haben wir eine Chatnachricht, glaube ich, freigeschalten. Ja, hier. Wofür? Fahre in Straßenrennveranstaltung 30 Meilen. Okay. Sonst dürften wir eigentlich nichts haben, oder? Ja, genau. Damit haben wir den R31. Automeisterung, doch, waren wir drin. Also ja, das hat Spaß gemacht. Und der 27S, auch in der Spider-Version, hat sich wahnsinnig schön fahren lassen. Das war ein schönes Rennen, das war eine schöne Folge, meine Damen und Herren. Wenn es dir genauso gefallen hat wie mir, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.